Was geht ab, ihr geilen Glubschis? Herzlich willkommen im Multiplayer-Beta von Infinite Warfare. Ich war gerade ein bisschen überrascht, denn das ist mein erstes Match. Deswegen alles neu für mich. Ah, gut. Man kann sich jetzt sogar ein bisschen mehr bewegen. Man kann sich umsehen, man kann sich hinhocken. Wir können mal hier... Alter, was ist das denn? Alter, was? Okay, also. Ah, man kann auch wieder sliden. Man hat auch so eine Jetpack-Aufladung. Gut zu wissen. Dann lohnt sich mein Scuff auf jeden Fall auch. Ich muss mal ein bisschen reinkommen hier auf jeden Fall. Das ist mein erstes Match jetzt. Ich nehme euch direkt mit hier natürlich. Deswegen erwartet nicht viel von mir. Ich werde mir ein bisschen die Map auch angucken, soweit ich kann. Ah, okay. Das gibt einen ordentlichen Schub nach links oder beziehungsweise nach rechts dann. Wenn ich springe. Okay, gut zu wissen. Ja, noch kein Gegner gesehen, aber läuft. Okay. Ich werfe mal eine Granate. Nein! Wie meine Leiche umgefallen ist. War voll geil. Alles klar, gut. Wir haben einen gesehen, der hat uns von hinten getötet. Oh, okay. Der hat ein bisschen mehr ausgehalten, als ich gedacht habe. Die Leichen fallen irgendwie voll komisch um. Aber, naja, ist halt auch noch die Beta. Da kann sowas passieren. Okay, ich werf mal. Ach nee, ich habe gar keine Flash. Was war das nochmal? Ach, das zeigt mir die Gegner an. Stimmt. Hä? Hat man sogar so eine Lebensanzeige von den Gegnern jetzt oben drüber, wie viel Leben der noch hat? Bam, Alter! Königstöter, Luftkampf, so sieht's aus. Oh, oh, oh shit, okay. Also, man kannte ja in Black Ops 3, oder man hatte in Black Ops 3, dieses Perk, sechster Sinn. Das wird jetzt wohl übersetzt hier von dem Shit, was ich hier hab. Okay, der ist tot. Von meiner L1, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber da sehe ich halt, von wo die Gegner sind und wie nah. Und man hat echt so eine kleine Lebensanzeige, wenn ihr da mal drauf achtet, wie viel Leben der Gegner noch hat. Kann man so sehen oder so sehen. Ist natürlich neu für COD, aber ich wüsste jetzt nicht, warum sollte man es nicht tun. Spricht ja eigentlich nicht unbedingt was gegen, würde ich sagen. So, nein! Oh! Okay, man sieht schon, die meisten springen noch nicht viel oder sonstiges. Was auch in Black Ops 3 am Anfang so war. Das kam alles erst später. Oh shit, Alter. Da hatte ich gerade nicht viel Reaktionszeit. Da war ich direkt tot. Oh, da. Gut. Ah, scheiße. Ah, okay. Er springt auf jeden Fall durch die Gegend. Ja, ich hab's weggekriegt. Die Gegner haben eine Drohne. Ach, scheiße, Alter. Überhaupt keine Reaktionszeit. Was ist denn da los? Okay. So. Wir sind hier auf jeden Fall am Zugdepot. Und ich habe meine Superfall geschaltet. Ich weiß gar nicht, wie die hier heißt. Super Ulti. Ich nenne es eigentlich regelmäßig Ulti, weil, keine Ahnung. Ah, okay. Man kann auf die Züge rauf. Hardliner-Bonus. Ah, schade. Kommt mir das nur so vor? Nö. Die NV4 hat keinen Rückschuss. So, was ist das denn Schönes hier? Unsere Claw. Was kann die? Okay, die faltet sich sogar zusammen, wenn man anfängt zu sprinten. Interessant. Bam, Alter. Na, schade. Ist auf jeden Fall ein kleines Durcheinander. Alter, was hat der denn für eine Waffentarnung? Da kriege ich ja Augenkrebs von. Die ist so hässlich, dass ich davon sogar Ohrenkrebs kriege. Macht zwar keinen Sinn, aber ist so. True Story, Bro. So.
Da, Gegner. Alter, what the shit, ey. Man ist hammerschnell tot, habe ich das Gefühl. Also echt, 0 Sekunden Reaktionszeit. Holy shit. Okay, der ist tot. Springen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Was steht denn hier? Atoms. Okay, da muss man wahrscheinlich... Addisonville Atoms. Alles klar. Bowling! Jawohl, erstmal bowlen gehen. Da ist aber eine kleine Bahn. Mit farbigen Kugeln, alles klar. Hüpf. Das Jetpack lädt sich auch, glaube ich, schneller auf, als es in Black Ops 3 getan hat. Okay. Es steuert sich auf jeden Fall ziemlich smooth. Muss ich einfach mal sagen. Also die Steuerung ist echt schön weich. Da kann man gut was mit anfangen. Keine Frage. Okay, der ist tot. Da ist nichts. Ich habe leider keine Dingens mehr. Da oben, den haben wir auch. Alter, was war das denn jetzt? Nein! Oh, shit. Da kam... Wie meine Leiche da lag, ey. Okay, 75 zu 88. Die Gegner führen. Alter, was war das denn für eine Granate? Das war meine, glaube ich, ne? Die war voll crazy. Jawohl. Waffenrang aufgestiegen. So, was ist da los? Jünglings. Was macht ihr da? So, den haben wir. Furchtlos. Furchtlos bin ich in die Granate gesprungen. Alles Klärchen. Okay, Niederlage. Gut, die Niederlage kann man auf keinen Fall übersehen. Würde ich einfach mal so sagen. Man hat nur eine Zeitlupe am Ende. Das ist eigentlich ganz nice. Headshot. Mission gescheitert. Das wird nicht wieder passieren. Ah, okay. Man sieht jetzt sogar das ganze Team. Interessant. In Black Ops 3 hat man ja nur die ersten drei gesehen. Okay. Yay. Schlüssel. Ah, Schlüssel sind die Dinger, womit man öffnen kann. Sehen Sie sich das an. Neue Befehle vom Kommando. Erreichen Sie 5 Abschüsse mit einer Energiewaffe. Alles klar. Wir haben auf Throwback gespielt vorhin. Das jetzt kommen entweder Frost oder Frontier. Ich bin für Frost. Und ich verabschiede mich hier für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein erstes Match, natürlich nicht profimäßig oder viel Action oder sonstiges. Ich muss halt erstmal ein bisschen reinkommen. Aber mal gucken, wie das zweite Match wird. Ich werde auf jeden Fall eine andere Waffe spielen. Ich denke mal, die SMG werde ich nehmen. Die, wie heißt die nochmal? Eda oder so? Erat, so heißt die. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder in dem nächsten Video. Tschüss.